Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der das Chaos. Hallo. Da fährt er auch mit unserem Trecker, da hat er einen ganzen Weizen drin, den wir letzte Folge abgemäht haben. Und wir werden uns hier auf das Sojafeld stürzen. So. Und werden das jetzt hier original abernten. So, schade ist, dass wir wirklich das Weizenfeld da so zur Hälfte haben nur, ne? Ja. Weil da müssen wir erst mal warten, bis das auch ausgewachsen ist. Und ich weiß nicht, ob wir denn vielleicht doch schon Feldbearbeitung machen wollen oder lieber nicht. Also zumindest, naja gut, aber mit grobern Einsehen machst du ja eh. Na gut, düngen können wir schon mal. Das ist nicht weiter schlimm. Wo muss ich das ernten? Da fährst du in so ein kleines Häuschen dran vorbei, da oben. Da oben ist Achso, beim Hühnerstall? Da ja. Wo der Trog ist. Da fährst du einfach dran. Du musst aber die Abkipprichtung muss in die richtige Richtung ja, sein. Ja, habe ich gerade gesehen. Ja. Okay, das war wirklich nur wenig. Was? Das war wirklich nur wenig, was der gebraucht hat. Ja, da, wenn das Ding komplett leer sind für 100 Viecher, machst du 5000 Weizen rein. Für 10 Tage. Oh. Da dürfte jetzt nicht allzu viel reingegangen sein. Wo bringe ich das ganze Zeug jetzt hin? Wir wollen. Da ist ja das. Nein, du bringst das oben in den Bunker beim Hafen hin, oder willst du? Ah ja, genau. Oder willst du es verkaufen? Ja, nicht bei im Hafen, sondern bei der Bahn. Ja, genau. Ist ja schon eine Woche her, seitdem wir aufgenommen haben. Das stimmt. Das ist es schon wieder. Ist schon wieder ein paar Tage her. Ostern war auch dazwischen. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig Eier gesucht. Und schöne Geschenke bekommen. Hm. Hast du irgendwas Besonderes gekriegt zu Ostern? Kinogutscheine. Na ja, warum nicht? Geh mal rein, dann kann man sich besser unterhalten. Und... Du? Ich? Nö, gar nicht. Ein paar Eier, das war's. Ich hab mir aber auch selber nichts geschenkt. Ich bin, naja gut, ich fahre ja sowieso Anfang Mai nach Potsdam, das ist so ein bisschen mein Ostergeschenk. Okay. Ja, dann bin ich ja 3 Tage in Potsdam. Beziehungsweise 2 Nächte und dann, naja doch, sind ja fast 3 Tage dann. Was machst du da Schönes? Ich denke mal, wir werden uns Sanssouci angucken. Was? Sanssouci. Das ist ein Schloss, was der alte Fritz gebaut hat. Sanssouci ist französisch und heißt ohne Sorgen. Ne? Sans-Serif heißt ja ohne Schnörkel. Okay. Und ja, das hat einen schönen Park eigentlich dran, also eine schöne Parkanlage. Das Schloss an sich ist relativ klein jetzt. Dort hat er sich aber mit den Größen aus seiner Zeit getroffen und dort gerne gegessen. Also, wie hieß denn damals der? Also ein ganz berühmter französischer Philosoph war da, ob viel da und sowas. Egal, ich komme jetzt erstmal nicht auf die Namen. Und man kann den Stuhl besichtigen, in dem er gestorben ist, also der alte Fritz. Okay. Der steht da wohl rum und du kannst an die Gräber seiner Hunde gehen, die sind nämlich da im Park vergraben. Also die Hunde, die er hatte, ja, ja. Bist du so ein kleiner Adelsfan, oder? Ja, ich hab da jetzt, also ich hätte nichts dagegen, wenn wir einen Kaiser hätten, sag ich mal so. Also da habe ich überhaupt gar keine Schmerzen mit. Das kann von mir aus, also ein bisschen Adel, warum nicht? Adel verpflichtet, nein, also ich find's gut. Also deswegen spiele ich, oder würde ich auch gerne Crusader Kings mal wieder durchspielen, aber mir fehlt einfach die Zeit, ne? Also Crusader Kings, da geht's ja darum, so eine Dynastie zu gründen. Ja. Und das würde ich echt zu gerne spielen, aber mir fehlt leider die Zeit dazu. Okay. Kennst du das Spiel Crusader Kings? Nee. Sagt mir was, ja. Weiß ich gar nicht, ob ich dir das mal irgendwann nahegelegt habe, dass du das mal auch mal spielen solltest oder so. Aber es ist halt eben wirklich ein ja, Globalstrategie-Tabellen-Anguck-Programm quasi, ne? Ja. Du kannst gleich herkommen. Mit deinen leergemachten Hängern. Stell dich am Ende hin einfach. Okay, dann dreh ich um. Ja.
Bis da müsste ich, muss ich, also komme ich auf jeden Fall noch hin. Ich bin jetzt bei 84%. So, ja, ansonsten bei Ostern natürlich fernsehtechnisch wieder richtig gut, ne? Das lief in lauter Bud Spencer und Terence Hill Filme. Das lief heute einen Tag hoch und runter, gestern schon, heute auch wieder. Das stelle ich ruhig am Ende hin. Komm da schon bis hin, noch 91% habe ich jetzt. Das schaffe ich bis hin zum Ende. Du musst mich schwach, machst du mich. So, 4200, ein bisschen was hatte ich drinne. So, ich wechsle mal Traktor. Ja, nee, denn du, jetzt mussten denn... Was? Na gut. Bin schon wieder da. Nee, dann wechsel mal den Traktor, fahr das Stroh. Da hast du noch genug mit zu tun. Ja. Was hättest du gemeint? Ja, dass du ein bisschen wegfährst, damit ich hier drehen kann, aber ich werde jetzt einfach hier eine 180-Grad-Drehung mal wieder zurückfahren. Den habe ich nachher hier noch Platz, dass ich hinten drehen kann. Selbst wenn der Traktor hier rumsteht. So, nun ist er bald raus. Ich habe übrigens ein Video von dem großen Rostzell. Übrigens, das wird Rostzell-Mesh ausgesprochen, wenn ich das jetzt richtig oder Rostel mach. Rostel-Mesh. Also vom Traktor. Vom Mähdrescher. Mähdrescher, ja. Ja. Da ist nämlich noch ein S hinterm T. Also Rostzell-Mesh. Ne? Okay. Die drei Silben hat das. Ist russischer Bauart übrigens. Also ist wirklich ein russischer. Ich dachte mal polnisch, aber nee, ist russisch. Okay. Und ich habe ein Infovideo auf YouTube gesehen über die größere Variante, die ja auch in dem Spiel drin ist. Ich glaube, 161 oder wie der heißt. Ist auch egal. Und da habe ich ein Infovideo drüber gesehen. Fand ich ganz interessant. Also da wollte ich dann mal gucken, ob ich für den auch eins finde. Bin dann aber wieder davon abgekommen. Das muss ich mir unbedingt mal antun. Das würde ich dann auch wahrscheinlich verlinken. Wir haben hier Unkraut drin in unserem Feld. Was sowas? Aber wir haben doch gespritzt. Ja, aber eine Stelle halt, wo nicht richtig getroffen oder so. Da stand lieber zur Pflanze hinten, eine grüne. Und nee, das hätte ich, das fand ich ganz interessant, weil da haben sie es so ein bisschen vorgestellt, ne? Also wie zum Beispiel innen drin die Technik funktioniert, dass der eine Schlagtrommel hat, glaube ich, wo er das erste Mal drischt, ne? Also die Dreschtrommel, dass das ein Schlagwerk ist mit so und so vielen Schlagelementen und wie viel Quadratmeter er hat als Rüttelfläche, wo die Körner rausgerüttelt werden. Und das wurde alles so extra erwähnt. Das fand ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Muss ja gucken, vielleicht. Aber ich werde da nicht dran denken. Verlinke ich das noch denn? Dann mache ich unten in der Beschreibung ganz oben gleich den Link hin von dem Infovideo. So, wo? Das Strom muss ich ja zur Scheune bringen, oder? Das musst du zur Scheune bringen, ja. Ach. Nö, einmal reicht, nicht achtmal. Ja, aber du bist ja sowieso nachher viel mit der Scheune unterwegs. Ich denke mal, die Silage fährst du dann auch weg oder so. Oder du machst die Feldarbeit. Das kannst du dir aussuchen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich die ganze Zeit die Silage wegfahre. Das stört mich nicht. Ja, es ist halt schon ein langer Weg zur Scheune. Das ist richtig. Aber ich fahre ja gerne mit dem Lenkrad und so. Das macht ja Laune. Deswegen habe ich ja auch wieder ein bisschen vor, ETS zu spielen. Aber ich habe momentan 80.000... Also... Über die Hauptstraße habe ich kein Problem, aber die kleinen Straßen dort hinten, die nerven so. Ach was? Warum? Ja, die finde ich aber. Sind die dir zu eng oder? Ich weiß nicht. So eng gibt's doch gar nicht. Blöd designed. Ach nee, jetzt schon Aufwand wieder übers Map-Design meckern. Immer das gleiche hier. Na, normalerweise meckerst du übers Map-Design. Ja, ja. Die letzte Einfahrtstraße zur Scheune. Die ist wirklich nicht wirklich für Traktoren gemacht. Nee, die ist wirklich sehr, sehr, sehr diffizil. Nee, das, mein Gott, aber. Du fährst da noch ein paar Mal. Ja, ich glaube, ich habe dir eh letztens den Link geschickt. Zu den einen Bauern, der Streamer ist. Der sich bei der Arbeit streamt. Was? Da habe ich dir, glaube ich, letztens einen Link auf Facebook geschickt. Du hast mir einen Link auf Facebook geschickt? Einen Twitch-Link. Einen Twitch-Link? Mhm. Nee. Ist schon ein paar Tage her. Hast du da kurze Zeit danach noch einen Link geschickt? Dann habe ich bloß den unteren angeklickt. Kann sein. Ah, dann habe ich wahrscheinlich bloß den unteren angeklickt.
Der streamt sich bei der Arbeit, also wenn er repariert oder wenn ja, er... Ja, kenne ich. Also habe ich doch nie mehr erzählt, wen ich gucke? Ja, aber das halt auf YouTube, hast du gesagt. Ja, der, naja, ja genau, aber die streamen auch manchmal auf YouTube. Also ach so, ich, ja, okay. Ja. Also der eine hat zumindest schon ein paar Streams gemacht und der andere auch, wenn er dann... Also Röpershof hat, glaube ich, wenn er so die Giveaways macht, dann macht er immer einen Livestream draus, eine ganze Stunde. Und hier Sibbers Husum, der hat auch schon mal vom Feld gestreamt. Okay. Ja, der hat letztens seinen Mähdrescher repariert. Ah ja, schön. Dann am nächsten Tag habe ich nochmal kurz reingeschaut, da war er Gülle ausfahren. Ja, das ist natürlich, ist schon... Aber also nicht nur bei sich, sondern... Macht er auch als Lohnarbeiter, ja? Genau. Ja. Ja, das können wir hier auch noch machen. Also ich denke mal, wir werden, wenn wir warten, dass das andere... Da reif ist, obwohl, das können wir spulen, ne, bis das dann reif ist da. Und dann spulen wir bis zum nächsten Tag und dann machen wir morgen die ganze Felderarbeit. Aber genau, bevor wir die Felder neu bestellen, wollten wir nicht noch dort beim Hühnerstall dann was machen? Das Begradigen, ja. Ja. Ja, das haben wir ja, das muss man noch kurz dazu sagen. Da haben wir am... Nach der letzten Aufnahme? Nach der letzten Aufnahme, genau, nach der letzten Aufnahme haben wir mal kurz geguckt. Getestet. Wie das ist, wie das geht, und da haben wir dann getestet, dass man. Aber wir müssen uns ja wieder einen Flug ausleihen, damit wir es dann wieder zum Feld umfunktionieren, ne? Also okay. Da müssen wir ein bisschen Geld noch in den Flug investieren, aber ja. Dann nehmen wir einen kleinen Flug und dann fahre ich das, das fliege ich dann schon, das machen wir dann. Da wollen wir das dann nämlich ein bisschen begradigen, damit dieses am Pferde- und Hühnerstall dieses Gehoppel da nicht mehr so ist. Also genau. Hauptsächlich auf der Feldseite, auf der anderen Seite, das wird zu teuer, aber auf der Feldseite haben wir gesehen, das kostet irgendwas bei 1.200 Euro. Zur Not schreibe ich mir die danach auch wieder gut, wenn wir das gemacht haben. Das ist kein Thema. Ja, na, weil wir haben das halt offline getestet, weil wenn man sich da verklickt, dann... Kann man ganz viel Geld mit einmal loswerden. Ja, und es gibt keinen Retourknopf. Ja, STRG-Z geht nicht. STRG-Z, das... Oder ein U für Undo. Gibt's nicht. Ja. Willst du jetzt hierher kommen oder soll ich... selber den Trecker gleich von hier. Ich kann gleich, warte, ich bin gleich bei der Scheune nämlich. Ja, ich bin jetzt voll. Okay. Ich will nur nicht am Berg stehen bleiben. So, ich bin oben. Gut. Also du kommst jetzt hierher fahren, ja? Bringst ja, du ich komm hergehüpft. Alles klar, okay. Dann, ich stehe hier. So, währenddessen lasse ich das Stroh abladen. Oh, da fliegt ein bisschen Geld drauf. Ich glaube, wir kriegen 1000 pro Anhänger, ne? Mittlerweile wieder. Der Strohpreis hat sich gut erholt. Das waren wir schon bloß bei 600 das pro Anhänger gekriegt haben und jetzt... Ja... 1000 haben wir voll. 1100. 1144. Nicht schlecht. Ja, sehr schön. So, und jetzt müssen wir noch schön ordentlich Sojabohnen. Ich glaube, wenn wir die Sojabohnen, dann müssten wir jetzt den Gliederzug, den du da hast, den müssten wir einmal voll kriegen. Vom Acker. Also einmal den vorderen und den hinteren. Ich weiß gar nicht, wie viel das denn gibt insgesamt. Fährst du aus? Ist nicht? Nein. Hatte ich's. Nö, jetzt sieht's so aus, als. Ach ja. Hatte ich's die ganze Zeit draußen? Na, achso, das kann ich nicht sagen. Oh, müsste so gewesen sein, glaube ich. Weil ich hab's nämlich gefahren. Das, da habe ich nämlich noch geguckt im Rückspiegel. Ah ja, da fährt was. Ich sehe da was sich bewegen. Du kommst einmal ums Feld, oder? Quasi. Ja, ich komme quasi einmal rund ums Feld, aber ich werde nicht mal im Kreis fahren. Also ich werde jetzt. Hoch und runter fahren, ja. Jetzt habe ich ja unten genug, wo ich drauf umdrehen kann. Oben werde ich noch einmal querfahren, damit ich da auch hoch und runter, also dass ich da dann auch genug Platz habe, dass ich auf dem Feld quasi mal drehen kann. So, das sogenannte Vorgewinde. Sehr schön. So. Dankeschön. Stell mich da so auf die Seite. Ja, mach das. Diese Abladestelle beim... Bei der Scheune ist auch nicht unbedingt perfekt. Wieso weil nicht? Gleich nach dem Abladeding kommt so ein Holzhaufen. Also das ich fahre immer, ich fahre mal quer, also ich lade mal quer ab. Ich fahre immer quasi, wenn ja, du fährst ja geradeaus drauf zu und dann fahre ich nach links weg. Genau, und da habe ich jetzt den Holzhaufen erwischt. Achso, nee, ich stelle mich dann, fahre dann immer neben dem, das ist so ein komisches Förderband ist oder nicht? Das ist ja. Auch komisches, ne? Und daneben stehe ich dann meistens immer. Ah, okay. Ja, vielleicht bin ich auch zu steil angefahren oder so. Hup, da wäre ich fast umgekippt. Habe ich da hinten auch schon mal geschafft. Passiert.
Oh, war ich jetzt ein Begrenzer? Ich glaube ja, ne? Weißt du, was die. Weißt du eigentlich, was die beste Spoilerprävention ist? Kein Internet. Nein. Den Film einfach in der ersten Minute sehen, wo er verfügbar ist. Ach so, ja, das geht auch. Aber momentan ist ja jetzt das Internet voll Spoiler mit Game of Thrones, ne? Ja, da ich das nicht schaue. Ist das egal? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass in der zweiten Spoiler Alert, dass in der zweiten Folge irgendwie überraschender Sex zu sehen sein wird. Hat wieder Bruder mit Schwester wahrscheinlich was. Das ist doch. Ach so. Ja, aber ist das nicht normal? Das ist ja, glaube ich, normal, ja. Na, solange wieder keine Dracheneier dabei legst, dann nachher am Ende. Obwohl, eigentlich, das reicht auch schon aus hier. Das ist breit genug. Umwenden. Ich habe doch drauf gedrückt. Auf den Knopf. Das Knopi habe ich doch gedrückt. Ja. Ansonsten war ich Ostern schön bei meinen Eltern. Du hast Ostern auch bei deiner Familie verbracht. Erster Familienteil, zweiter Familienteil. Ja. Musstest du noch suchen? Nein, ich habe eine kleine Cousine. Da hast du versteckt? Nur für meinen Vater. Du hast für deinen Vater was versteckt? Ja, weil der hat früher immer so gemein versteckt. Er hat einmal sogar was in einen Eimer gegeben. Ja. Den an ein Seil gehängt und den Brunnen hinuntergelassen. Aha. Und dort aufgehängt. Okay. Das war ein Versteck. Und diesmal habe ich, weil wir waren bei meiner Oma, da ist so ein Steinhaufen im Garten. Und ich habe quasi so eine Höhle gemacht mit so Steinen und Drübersteine, dann das Osternest hinein zugemacht und dann nochmal Steine rundherum. Und hat er es gefunden? Nur mit Hilfe. Warm, wärmer. Ja, aber. Genau. Alles klar. Ja, ich habe. Also das letzte Mal, wo ich selber suchen musste, das war ganz lustig. Da war ich schon älter, da war ich 21, 22, da war ich bei meiner damaligen Freundin, deren Eltern da noch sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass auch die 17-jährige Tochter noch sucht. Oder war sie da 16? Ich glaube, da war sie 16. Ist ja auch lustig, also so ist ja nicht. Nee, da war sie schon 17. Und ja, da musste die. Nu, hast du sie zur Seite gelegt? Ja, in der Kurve. Mit Anleger. Ja. Na gut, ich hoffe, das kriegst du alleine wieder hin. Ja. Hey, perfekt für einen Screenshot. Warte. Ja, gut, das ist immer gut. Ja, was ein Screenshot hat, abgeholt. Habe ich nur für die Klicks gemacht. Nur für die Klicks. Erzähl weiter, während ich versuche, mich da aufzuroppen. Ja, ich versuche hier gerade auch eine schöne Position zu kriegen für einen Screenshot. Eigentlich mal so von oben geht auch. So. Gut. Und da war es dann so, dass ich dann mitsuchen musste. Ja. Und irgendwann, weil ich das ein bisschen, naja, sagen wir mal, doch leicht grenzwertig fand, dass ich damit über 20 halt jetzt Ostereier suchen sollte, habe ich dann halt ein Versteck gesehen, dass der Vater von ihr hat in so einem Lüftungsstein oben in der Mauer ein Ei versteckt, ne? Ja. Yeah. Das habe ich dann einfach rausgenommen und nichts gesagt und habe mir das in die Jackentasche gesteckt. Ja, und auf jeden Fall ging es dann los und dann wurde gezählt und dann wurden nur 14 Eier gefunden von 15, die versteckt wurden. Und dann ging es los, ne? Dann wurde jedes Versteck, was dann sich so, und dann wurde überall geguckt und auch da oben in den Lüftungsstein hat der Vater dann geguckt. Und ich fand das schon ganz lustig. Du kannst mir doch jetzt hier nicht den Trecker klauen. Ja, sonst bleibt der Trecker auf der Hauptstraße liegen. Eieieiei. Ey, ist eh klar. Also über die Bank, also. Er macht Sachen. Ja, Ja, wir haben schon mal beim Heckenschneiden Schokolade gefunden. Also im Herbst dann.
Aber da war dann ein Loch in der Schachtel, also da dürfte sich eine Maus durchgefressen haben. Ja gut, die mögen sowas ja auch. Oh, sind zu weit gefahren. Ja, nee, die Mäuse mögen sowas, das stimmt. Ja, das ist immer eine gute Idee, Ostereier zu Ostern finden und nicht zu Weihnachten, ne? Ja, meistens. Die sind dann meistens nicht mehr ganz so lecker. Das sieht schwierig aus hier. Naja, egal. Ja, ja. Die fiesen Ostergeschenke oder Verstecke. Ich hatte ja mal... Ach, jetzt ist der Anhänger voll. Alles klar. Ich wundere mich, warum das hier nicht weiter rausgeht. Ich hatte mal meinen Neffen zu Besuch zu Ostern. Okay. Neffe? Doch, da müsste man... Nee, Cousin ist das gewesen. Der war zu dem Zeitpunkt 5? 4, 5 rum? Also, da war Osterhase war noch, ne? Osterhase war noch Osterhase. Osterhase, ne? Der war noch, der war, das war noch. Also, Spoiler Alert, der Osterhase war noch ein Hase. So. Und dann gab das aber an Karfreitag bei uns Kaninchen zu essen. Mein Vater isst halt gerne mal Kaninchen. So. Ja, ist ja nicht schlecht generell. Ist ja erstmal so nicht verwerflich, obwohl man an Karfreitag eigentlich immer Fisch essen soll. Aber naja, gut, egal. Er isst kein Fisch, also gab es Kaninchen. Und mein Vater hatte nichts Besseres zu tun, als wie meinem Cousin, der quasi an den Osterhasen noch glaubte, der glaubhaft zu versichern, dass wir jetzt den Osterhasen aufessen würden. Der bringt am Sonntag nichts. Ne? Das hat sich damit erledigt. Der ist tot. Der ist gebraten. Junge, war das Geschrei groß. Ja. So ist er halt, ne? Aber wir gucken mal auf die Uhr und sehen, wir haben 22:05 Uhr, was? Das heißt also im Groben und Ganzen, das war eine Folge LS19 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns war der das Chaos, der den Trecker mal schlafen legt. Und ja. Jo. Das war's dann auch, ne? Ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.